ist keine Sitzung. Bleiben Sie. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie. Ist keine Sitzung. Bleiben Sie. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie. Sie haben wundervolle dunkle Augen. Heute ist keine Sitzung. Bleiben Sie. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie. Sie haben wundervolle dunkle Augen. Nein, ich bin Prokurist Josef K. Josef K. Nein, ich bin Prokurist. Ich habe es hier schon. Theaterregisseur am Nationaltheater seiner Heimatstadt St. Petersburg. Eröffnete am Düsseldorfer Schauspielhaus Düsseldorf. Die Spielzeit mit seiner Inszenierung von Franz Kafkas Roman Fragment. Roman. Herr Moguchi, warum haben Sie gerade Kafka inszeniert? Was ist Ihnen persönlich das Wichtigste an Kafka? Что лично важно для вас именно в этом? Ну, вот это очень правильный вопрос, потому что Frage, как раз мы исходили из того, что лично нас uns mit dem Persönlichen beschäftigen, касается в Кафке. Weil das Persönliche in Kafka war uns interessant. Как он конкретно соприкасается с моей, например, жизнью или с жизнью тех людей, с которыми мы сочиняли этот спектакль. Und genau wie das Persönliche von Kafka hat mich auch meine persönliche Beziehung zu diesem Werk interessiert und dort haben sich die Linien getroffen. И мы не хотели делать ни социального, ни политического, ни какого-то иного спектакля, который бы решал какие-то более глобальные проблемы. Und dabei ging es uns nicht darum, politische oder philosophische Fragen aufzugreifen, die irgendwelche globalen Probleme klären können. Мы хотели сосредоточиться на человеке. Wir wollten uns auf den Menschen konzentrieren. И на проблеме und его внутреннего мира. Die Probleme seiner inneren Welt, die er hat. Его жизни. Sein Leben. Его любви, seine Liebe, и его смерти, und den Tod. И по сути главным из этих слов является смерть. Und das grundsätzlich wichtigste dabei ist der Tod. Sie hätten aus dem Stück auch eine regimekritische Parabel Кафка и фашизм, например. Кафка und Faschismus zum Beispiel. И его предсказание фашизма. Oder sagen wir mal das Vorausahnen oder Voraussehen. Я думаю, и Кафка и социальное унижение. Oder sozusagen als это вещи, которые приходили в голову уже многим художникам, которые занимались Кафкой. Das ist schon vielen Künstlern eingefallen. Это лежит на поверхности. Und das liegt einfach nur auf der Oberfläche. И мы вместе с художником, с которым я делал спектакль, mit der ich diese Inszenierung entworfen Маша Трегубова, Мария Трегубова, и с драматургами, которые писали текст, den jungen Autoren, die Саша Артемов geschrieben haben, Александр и Дима Юшков, und Dimitri Juschkov, мы сразу же сказали, мы про это делаем спектакль не будем. Dass wir uns damit genau in dieser Нам Inszenierung nicht beschäftigen, das interessiert uns einfach nicht. Тем более мы живем в стране, darüber hinaus wir leben in einem Land, которое само по себе является грандиозным театром, selbst für sich in sich genommen sowas wie grandioses Theater политическим. Ist, ein grandioses politisches Theater. И мы сами в нем каждый день актеры. Und wir sind selber Schauspieler darin jeden Tag. И заниматься этим еще в театре. Und wenn wir uns damit, und sich damit noch im Theater zu beschäftigen, нам внутренне нет никаких мотиваций. Haben wir innerlich überhaupt keine Motivation dazu. Es ist widerlich.
Können wir jetzt vielleicht dann doch noch mal kurz nach Düsseldorf zurückkommen? Может быть, мы вернемся в Düsseldorf? Давайте. Sie inszenieren ja hier in Düsseldorf. Вы ставили в этом городе, поскольку вас интересует художественная программа господина Хольма. Да, это правда, да. Die anderen Gründe? И какие были еще другие причины? Но на самом деле мне нравится всегда участвовать в проектах, in Projekten teilzuhaben, которые начинают жить, die anfangen, Leben zu entwickeln, в которых есть ну, пассионарная энергия, in denen es sozusagen eine Passion gibt, eine Energie, die losgeht. Которые зарождаются. Die geboren werden, die aufwachsen. Это не первый раз в моей жизни das случается. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass das so ist. И когда мне позвонил Стефан, und als Stefan Spittke angerufen hat, das bin ich, mir eingeladen. И сказал, что он, они начинают здесь новое дело. Gesagt habe, dass wir hier ein neues Konzept beginnen und ein. Я, конечно же, сказал, что я сделаю все, что я могу, чтобы быть полезным этому проекту. Gleich von vornherein gesagt, dass ich alles möglich machen will, um dort was Gutes hinzuzutun. И когда мы приехали в Дюссельдорф первый раз увидели сцену, увидели этот уникальный театр, это может быть впервые в моей жизни, я понял, что надо делать спектакль не для фестивалей, не для гастролей, а для города. И меня эта идея в последнее время все больше и больше интересует. Потому что до этого я занимался театром, который не был рассчитан на широкую публику. Он был больше рассчитан на знатоков. На узкий круг любителей сложного искусства. А в последнее время мне все больше интересует театр, который может менять действительность, влиять на действительность. Mich immer mehr Theater, was auf viele Menschen einwirkt und was die Wirklichkeit selber damit auch beeinflussen, damit auch beeinflussen, damit auch beeinflussen, flussen, 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 flussen. Dann hätten sie genügend Kraft, um gegen die Willkür und Ausschweifung in diesen feuchten Wänden zu kämpfen. Nein, ich bin Prokurist Josef K. Josef K. Nein, ich bin Prokurist. Kein Zimmermaler. Josef K. Heute ist keine Sitzung. Bleiben Sie.